Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute reden wir über Kindheitserinnerungen. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube. Jetzt mach sofort das Video aus. Ich mache. Der Schnelltipp. Drei Regeln. Regel Nummer 1. Es ist okay, nicht alles zu verstehen. Es ist vollkommen okay, wenn du nicht jedes Wort verstehst. Hauptsache, du verstehst ungefähr 70% von dem, was ich sage. Regel Nummer 2. Wiederhole dieses Video immer und immer wieder. Wiederholung ist der Schlüssel des Sprachenlernens. Alternativ kannst du natürlich auch ein anderes Video wiederholen. Der Punkt ist, dass du ein Video immer und immer wieder siehst, was dir am meisten gefällt. Regel Nummer 3. Lehne dich zurück. Entspanne dich. Ja? Je entspannter du bist, desto effizienter lernst du eine Sprache. Und nun zum Thema des Videos. Ja, Kindheitserinnerungen. Ich habe mich dazu entschieden, in diesem Video mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das heißt, ich habe mich dazu entschieden, einmal ein bisschen über mich zu erzählen und meine Kindheit. Und ich würde auch ganz gerne wissen, was deine beste Kindheitserinnerung ist. Die kannst du mir gerne schreiben in den Kommentaren. Und bei mir ist es so, dass ich gar nicht in Berlin aufgewachsen bin. Ich lebe schon seit über 10 Jahren in Berlin, schon seit Ewigkeiten, seit 1998, glaube ich. Also schon seit 20 Jahren fast. Aber ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Ja? Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen im Norden Deutschlands. Das heißt Rövershagen. Und Rövershagen ist Dialekt für Räuber und Hacken. Röver, Räuber, Hagen, Hacken. Ja, beziehungsweise mit Hacken meint man, dass dort eine Lichtung war. Beziehungsweise, dass die Räuber dort gehackt haben. Da war ein Wald. Die Räuber haben gehackt und jetzt ist da eine Lichtung, jetzt ist da kein Wald mehr. Und ja, es war sehr interessant, als Dorfkind aufzuwachsen. Ja, es gibt Stadtkinder und Dorfkinder, je nachdem, wo man aufgewachsen ist. Und ich war ein Dorfkind bis zur 3. Klasse. Und es war sehr interessant, auf dem Dorf zu leben. Und es ist eine ganz andere Erfahrung, als in einer Großstadt zu leben. Und zwar ist es zum Beispiel so, dass wenn du auf dem Dorf aufwächst, dass du ganz andere Gerüche gewohnt bist. Ja? Du bist ganz andere Gerüche gewohnt. Ich war es zum Beispiel gewohnt, Gülle zu riechen. Ja, also all der Kot und all die Dünger wurden auf die Äcker verstreut und das hatte einen ganz bestimmten Geruch. Und das ist eine sehr einprägsame Kindheitserinnerung für mich. Eine weitere einprägsame Kindheitserinnerung aus dem Dorf ist für mich, dass jeder jeden kannte.
Ja, auf dem Dorf kennt jeder jeden. Und so war es dann zum Beispiel auch, dass ich einen Termin hatte. Ich bin zum Gitarrenunterricht gegangen. Und wenn ich mich verspätet habe, dann haben mich die Menschen auf der Straße angesprochen und haben zu mir gesagt, Marco, musst du dich nicht beeilen? Du hast doch jetzt deinen Gitarrenunterricht. Ja, das heißt, dadurch, dass halt jeder jeden kannte, kannten auch all die Leute, meine Eltern und jeder wusste, warum ich gerade alleine unterwegs bin. Und das ist ein echt interessantes Phänomen auf dem Land. Und ja, wie gesagt, das Dorf ist recht klein, aber es wird jetzt ein bisschen berühmter, es hat ein bisschen Berühmtheit erlangt, weil dort Erdbeeren angebaut werden. Und diese Erdbeeren werden in ganz Deutschland verkauft. Karls Erdbeerhof heißt der Erdbeerhof, der dort existiert. Ja? Und das sind so ein paar Kindheitserinnerungen von mir. Ich wollte, wie gesagt, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und wenn du eine einprägsame Kindheitserinnerung hast, dann denke ich, wäre es total interessant für mich und für all die anderen, wenn du sie mit uns teilen könntest. Ja? Schreib in den Kommentaren, was eine einprägsame Kindheitserinnerung für dich war. Und schreib auch, ob du ein Dorfkind warst oder ein Stadtkind. Und wie es für dich war, auf dem Dorf aufzuwachsen oder in der Stadt aufzuwachsen. Ich bin gespannt, was du mir so schreibst. Und wie immer, wir sehen uns morgen. Tschüss! Eine kleine Bitte zum Schluss. Kennst du jemanden, der auch Deutsch lernt? Kennst du jemanden, der eventuell daran interessiert wäre, auch Deutsch zu lernen? Wenn du meine Videos magst, dann fände ich das echt super, wenn du diese Videos mit deinen Freunden teilst. Ja, es würde mir echt sehr viel bedeuten, wenn du einfach dieses Video oder ein anderes Video, was du magst, deinen Freunden schickst, die eventuell auch Deutsch lernen und daran interessiert sind, Deutsch zu lernen. Das wäre total super. Vielen Dank im Voraus und wir beide sehen uns morgen. Tschüss.